Ja, man muss natürlich mal feststellen, dass der Landkreis schon sehr viele alternative Energien hat. Ich denke zum Beispiel an die Bioenergie. Hier könnte man locker alle Haushalte des Landkreises mit Strom versorgen, Hackschnitzelheizung, um ein weiteres Beispiel zu nennen. Aber es muss einem auch klar sein, dass diese beiden Energiequellen ausgeschöpft sind. Wir müssen uns mehr konzentrieren auf Photovoltaikanlagen. Hier hat der Kreis seine Hausaufgaben gemacht. Wir haben alle kreiseigenen Gebäude damit bestückt, soweit es möglich ist. Wir haben diese große Photovoltaikanlage in Steinmühle geschaffen mit 1,4 Megawatt. Die Zukunft muss so ausschauen für mich: einmal Energieeffizienz steigern, das ist nur wichtig. Energieeinsparen ist wichtig, muss man die Bürger mitnehmen. Windkraft natürlich ein Thema, aber ich bin der Meinung, Windkraft nicht überall, nur an Konzentrationszonen, Windkraft nur mit den Bürgern und nicht über den Köpfen der Bürger hinweg und dann mit Bürgergenossenschaften. Dann könnte es funktionieren.